Heute geht's um was, denke ich? Um 3 Punkte. 3 Punkte. Sonst nichts? Nee, wir schauen von Spiel zu Spiel und holen uns die 3 Punkte heute. Du hast einen Medienberater, oder? Das klingt nach Bundesliga. Nee. Nein, aber die Anspannung ist spürbar bei euch. Ich glaube, es ist normal, dass irgendwo, wenn es ein bisschen um die Wurst geht, ganz klar, dass da irgendwo der Puls ein bisschen steigt. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet und letztendlich entscheiden die 11, 12, die auf dem Platz stehen. Ja, und ihr entscheidet über die Meisterschaft. Das geht nur über euch. Ihr habt die besten Karten im Moment. Und schauen wir mal. Spitzenspiel heute gegen Prosselsheim. Die sind euch auf den Fersen, haben noch 2 Spiele weniger. Könnten also auch noch näher ranrücken. Wie geht ihr heute in das Spiel? Offensiv, defensiv? Kontrolliert. Kontrolliert. Kontrollierte Offensive, hat Otto Rehagel immer gesagt. Ja, ich denke mal, eines ist ganz klar. Prosselsheim, wenn sie noch rankommen wollen, müssen sie ganz klar das Spiel für sich entscheiden. Ja. Also für den wird es nicht viel taktieren geben, weil da gibt es eigentlich nur eine Richtung. Und da haben wir, wie du gesagt hast, schon letztendlich den kleinen Vorteil mit ein bisschen taktieren. Ja, und du kannst nicht mitspielen? Bist richtig. Schon lange verletzt. Ja. Grausam heute auf der Bank, oder? Ja, ich sag mal, das ist halt eine andere Anspannung. Ne? Das ist, man will der Mannschaft helfen, man will eigentlich auf dem Feld stehen, aber jetzt machen wir das Ganze halt von draußen, unterstützt die Mannschaft von draußen. Und die Mädels haben es drauf, die zeigen heute, was sie können. Von daher hoffe ich, dass ich entspannt sein kann. Gut, Trainer ist auch entspannt. Noch? Noch. Bis der Schiri in den Pfeife bläst. Okay. Dann freuen wir uns auf ein spannendes Spiel, auf ein gutes Spiel, ohne Verletzungen. Das ist das Wichtigste immer, ja, im Amateursport. Und ja, und dass die Besseren heute gewinnen werden, ne? Ja. In diesem Sinne, gutes Spiel. Dankeschön. Ich danke auch. Danke. Schiri ist bereit heute fürs Spiel? Jawohl. Spitzenspiel in der Bezirksliga. Hoffen wir. Hoffen wir auf faires Spiel. Jawohl. Ohne Verletzte und ohne Karten möglichst. Jawohl. Und viele Tore. Wir geben uns Mühe. Okay, danke. Also, ich sage einfach nur... Nein! Die beste Spielerin heute auf dem Platz mit Abstand. Glückwunsch. Give me that feeling, rocking and rolling.
Ja. Was noch hast du noch?
Komm, Kelly, lauf! Leute, komm nachschieben! Sind nervös? Nö. Scheiß da unten. Viel Zeit.
kannst du mal hin. Also der Nussbaumer ist es auf jeden Fall mein Schlüsselbund. Nee, das ist der andere, dieser rot-schwarze Schlüsselbund. Und da soll er mal ein Bild davon schicken von dem Schlüssel und ich sage ihm, welches der Garagenschlüssel ist. Schrecken auf und drauf! Stark, Bibi. Soll ich noch was dazu schreiben? Ja. 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 Und du kannst. Oder ja, Katie, genau! Zeit! Hast Platz, hast Platz, ich bin! Schau dich schnell hin! Ja! Ja, weiter! Oh. Weiter!
Katie?
right, that's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing, gimme that thing. Gimme that, gimme that, gimme, gimme, gimme that. Mitmachen, wie kann mitmachen, komm. Thank you.
weiter, weiter geht's, komm! Die Magda außen. Vika mitmachen. Komm, komm, komm. Ah, komm weiter, Magda. Oh Mann. Weiter, komm. Komm, Mann, ja, weiter. Weiter geht's. Micha. Micha. Luft. Gleich, Micha. Schiedsrichter! Wechsel! Ja.
Drehen!
Ja. Auf geht's, komm, komm, komm! Zeit! Und helft ihr, macht Angebote, komm! Jule, mach mit, jawohl! Und guck mal, die Mädchen noch mal hier! Noch mal Linie, noch mal Linie! Jesse, Rücken, Rücken! Abschluss! Boah, da willst du auch noch nicht. Guck mal,
Ja. Nee, jetzt solltet ihr da 2-0 mal nachlegen, ne? Da ist es. So sind sie halt, die Egomanen. Ja!
Ei. Spielen, jawohl. Sabine? Kommt entgegen, Angebote machen. Ruhig auf. Selin ist dabei. Warum? Komm alle noch mal hin, mach, komm! Ja, schlag gut! Nice and gentle if you want me to. Just as long as
Was sagt die Lisa zum Spiel heute? Ich sag mal, wir haben uns am Anfang sehr, sehr schwer getan. Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Ihr wart sehr fahrig. Wir waren sehr fahrig. Es war eine Unruhe auf dem Platz. Es waren keine Kommandos, die wir gegeben haben. Es waren Fehlpässe ohne Ende. Nichtsdestotrotz haben wir dann die eine Chance uns gut erspielt. Die haben wir dann genutzt. Okay, kann man pfeifen, muss man nicht als Rückpass pfeifen, muss man auch fairerweise sagen. Aber da war das Glück mal auf unserer Seite. Und dann auch das Eigentor von der Jana. Unglücklich für Prosselsheim. Glück für uns, muss man auch sagen. Spielerisch war es heute nicht unsere beste Leistung, ja. Das auf jeden Fall. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun die Woche, dass wir da für nächstes Wochenende besser aufgestellt sind. Wir freuen uns über die 3 Punkte, sind wichtig und Ihr bleibt Tabellenführerin erstmal. Richtig, wir bleiben es. Haltet Prosselsheim jetzt erstmal noch mehr auf Distanz. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Und bitte liebe Grüße an die Isabel. Ich habe gehört, die hat einen Unfall gehabt bei dem Fußball, musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Genau, da sind wir froh, dass er jetzt so weit wieder auf dem Damm ist. Hier geht es besser. War natürlich ein Schreck auch für die Mannschaft, aber wir sind froh, dass es hier gut geht und dass er bald wieder mit uns auf dem Platz stehen kann. Also liebe Grüße, Isabel, und komm bald wieder zurück. Genau. Und wir sehen uns in Lohr. Wir sehen uns in Lohr. Und lass krachen heute. Auf alle Fälle, die Party steigt. Dank dir. Danke. Und in 2 Wochen sehen wir uns in Lohr. Da sehen wir uns in Lohr, genau. Und wenn es so ausschaut, dass es das entscheidende Spiel um die Meisterschaft werden könnte, ich persönlich würde es begrüßen. Ja, ich hoffe, dass wir es nächste Woche schon festmachen können. Okay. Mit dem Sieg nächste Woche schaut das Ganze schon ganz gut aus.